mäßig in ein frühes Stadium ihrer Kindheit zurück. Wer fragt da nach Gerichtsvollzieher? Er nicht. Friedel Rausch. Winhoff und Flipsen haben zuletzt gut gespielt. Sie haben gut trainiert. Also spielen sie, auch wenn ich Alternativen hätte. Ganz nebenbei, so viele hat er nicht. Schneider ist gesperrt. Hörsen und Hausweiler verletzt bzw. krank. Gladbach ganz in Weiß. Vitecek spielte Mandecker gegen Neuville und Effenberg natürlich der Spielmacher. Genau so braucht er sie. Karl-Heinz Flipsen, zweite Minute, in die Halbposition. Yasser heute etwas überraschend sein Bewacher, weil Evaldinen auch Probleme hatte. Ganz Auge fiel verletzt aus und immer wieder Effenberg, der Kapitän. Auf Winhoff! Der scheitert an Piekenhagen und dann an Timo Lange, der heute wieder dabei war. Die Fans sehen sowas alles mit den Herzen. 32.700 auf den Gladbacher Böcken. Das ist Marco Rehmer. Mandecker mit Vorwärtsdrang. Pamic. Miczewski und Neuville in der 25. Minute. Das 1:0 für die Gäste aus Rostock. Olivier Neuville mit seinem 7. Saisontor. Selten war es schöner. Und die mitgereisten Hansa-Fans würden ihm jetzt am liebsten selbst und persönlich gratulieren, denn er hatte gestern Geburtstag. 1. Mai, 25 Jahre. Olivier Neuville. Hansa, Ball und Pass sicher. Kombinierte gefällig, hier aber der Fehler. Und dann die Chance für Pettersson. Jürgen Pettersson, 12 Mal hat er schon getroffen für die Borussia. Das ist bitter. Wir sagen dazu eine hundertprozentige, aber schauen Sie auf die großartige Reflexreaktion von Martin Piekenhagen. Der Schlussmann der Hansa hat sich wirklich in eine großartige Form hineingesteigert. Effenberg. Wieder auf Flipsen, der seinem Bewacher Yasser viele Probleme bereitete. Er war übrigens ohne Gerichtsvollzieher aufgelaufen, Karl-Heinz Flipsen. Und erneut dieser Deibelskerl Piekenhagen, der wird lang und länger und spitzelt den Ball um den Pfosten herum. Borussia Mönchengladbach immer im Vorwärtsdrang. Freistoß, Lopescu, Hochstetter, der Libero. Und dann dieser Zweikampf. Majak gegen Paslak, sicherlich im 16er. Und der Pfiff von Schiedsrichter Dardenne, 11 Meter. Zuvor gab es noch Gelb gegen Miczewski. Da haben wir diese Szene. Eine etwas uninspirierte Bilderfolge. Ich vermag nie zu entscheiden, ob es einer war. Lupescu jedenfalls trat an. 39. Minute, der Ausgleich. Sein zweites Saisontor und er ist nun wirklich ein Spezialist. 6-mal angetreten zum Elfer und 6-mal verwandelt. Keine Chance für Piekenhagen. Clever verladen. Verdient der Ausgleich, denn Borussia Mönchengladbach sehr agil, sehr aktiv und immer im Vorwärtsdrang. Freistoß. Hochstetter wird jetzt sehr schnell ausführen. Auf Passler. Der hat viel Platz. Majak lässt ihn allein. Und dann kommt Peter Winhoff. 43. Minute. Die Führung, das 2:1. Sehen Sie, wer kümmert sich jetzt noch um Verträge und um Kündigungsfristen? Das Gladbacher Panikorchester auf den Rängen. Toll gemacht. Diese Aktion von Hochstetter ausgehend über Paslak. Und Winhoff drin das Ding. 2:1. Beide haben großartigen Anteil an dieser Führung bisher. Tolles Spiel von Effenberg. 2:1 die Pausenführung für die Gladbacher Borussia. Und dann ein bisschen Empörungsrhetorik Ewald Lienen gegen Georg Dardenne. Das wird eine stressige Pause, schätze ich. Insbesondere
für den Rostocker Trainer. Beide Mannschaften unverändert zum zweiten Durchgang. Weiland, Ilmar Weiland, Neville. Ha! Ein toller Kracher. Und dann noch einmal Lange im Nachschuss. Andersson. Kettelaar. Effenberg, der sehr, sehr viel Platz hatte gegen Bosch. Und erneut Jürgen Pettersson. Es war nicht sein Tag bisher. Zwei dicke Dinger, beide versiebt. Marco Rehmer. Michewski. Schön getimt auf Rehmer. Und der Ausgleich, 57. Minute. Heute in seinem 50. Bundesligaspiel in Folge, Marco Rehmer. 15 Minuten hat er lediglich gefehlt. In dieser Saison alle 32 Spiele gemacht. Ein großartiger Verteidiger. Und wenn es sein muss, dann macht er solche Buden. Und wenn es mit der Schulter ist. 2:2, 57 Minuten gespielt. Dove. Heute nicht so auffällig wie in den letzten Monaten. Auf Pamić. Tja, das war ein kleiner Grundkurs im Segelflug. Kamps hat da nichts gemacht. Er hat ein bisschen eingefädelt und dann übertrieben abgehoben. Kein Elfmeter für Rostock. Und ich denke, Dardenne lag da goldrichtig. Dann wieder Winhoff aufflipsen und dann kommt Yasser. Der hatte schon Gelb. Wenn der Schiri zweimal klingelt, dann bedeutet das den ersten Platzverweis gegen Hansa Rostock in der laufenden Saison. Da waren ungefähr 72 Minuten gespielt. Yasser raus und Hansa nur noch mit 10 Mann. Spiel aber weiterhin offen geführt von beiden Seiten. Der eingewechselte Anagnostu war das gerade. Lupescu. Und flipsen in der Mitte völlig frei. Oh, so viel nackte Haut, das sehen die Schiedsrichter gar nicht gern. Auf jeden Fall die erneute Führung für Borussia Mönchengladbach. 3:2, viertes Saisontor für Karl-Heinz Flips. Effenberg, Kopfballsieger gegen Rehmer. Der Rest war Resteverwertung für Karl-Heinz Flips. Baumgart, inzwischen gekommen für Timo Lange auf der rechten Außenbahn. Baumgart. Weiland. Er hat schon gemerkt, was passiert ist. Kein Tor, sagt Schiedsrichter Dardenne, weil da Pamić sich mit dem Ellenbogen regelwidrig eingesetzt hat gegen Andersson. Natürlich Aufregung auf Seiten von Hansa Rostock. Noch einmal die Rostocker. Weiland und der eingewechselte Zalman, der für Michewski gekommen war, segelt da knapp vorbei. Wirklich alles drin in diesem Spiel. Wunderschöne, unterhaltsame Torraumszenen. Gladbach 3:2. Viel Platz. Pettersson, Pettersson. Und Piekenhagen. Der träumt heute von dem Piekenhagen, der Pettersson. Und wenn man da dem Glück die Schuld zuschieben wollte, weil es gefehlt hat, man würde ihm zu nahe treten. Da war auch eine Menge nicht können dabei. Kein Abseits. Pettersson, Piekenhagen irrt da raus und dann kommt Voronin. Voronin in der 90. Minute mit dem 4:2. In der 82. Minute war er für Flipsen gekommen. Andriy Voronin und der einzige Fehler von Piekenhagen wird hier böse bestraft. Da irrt er raus aus seinem Kasten, ohne Not eigentlich. Und Voronin macht es, das 4:2. Danach ein Vollbad im Selbstmitleid. Talkshow mit Rahmenhandlung, Rot gegen Dove. Und Ewald Lienen musste hinter das Gitter, hinter die Absperrung. Dove
Wegen Provokation hatte dem Schiedsrichter Beifall geklatscht. Das störte die Gladbacher nicht. Pettersson in der Nachspielzeit das 5:2. Also doch noch. Sein 13. Saisontor, Jürgen Pettersson. Raus damit. Das wird ihn befreit haben. Nachdem er so oft frustriert war am heutigen Nachmittag, herrlich geschlänzt mit dem rechten Außenriss und Piekenhagen hatte da keine Chance mehr. Kurz danach war dieses aufregende, schöne, offensive Spiel zu Ende. Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 5:2. Alles ist noch möglich. Ein überragender Effenberg. 31 Zweikämpfe hat er bestritten. Und diese beiden alten Kameraden haben schon vor langer Zeit hier gemeinsam gespielt. Und wenn wir jetzt noch den Dardenne ins Bild nehmen könnten, ja, dann hätten wir noch einen friedvollen Samstagabend. Aber daraus wurde nichts. Abgelaufen ist, ist für mich Betrug und dabei bleibe ich. Der Herr Dardenne war der Sache nicht gewachsen. Ein Schiedsrichter wie Herr Dardenne, der eine derartige Leistung abliefert, hat in der Bundesliga nichts verloren. Und wie gehen Sie denn mit so einem Vorwurf um? Ja, das ist ein vollkommen absurder Vorwurf, den ich ganz entschieden zurückweise. Ich bin sehr überrascht, dass ein Fußballlehrer sowas in der Öffentlichkeit sagt. Vielleicht kann Stefan Effenberg zu den Vorgängen noch was sagen. Er hat, wie man sieht, ja eine Menge Ahnung vom Fußball. Diese letzte Handbewegung, was ist das? Kann man das nachvollziehen? Sie waren dabei, dass Ewald Lien so empört ist? Ja, wenn man verliert, redet man immer so. Also, ich meine, das, was er gemacht hat mit dem Schiedsrichter, dass er die Karte aus der Hand schlagen wollte, ist mit Sicherheit auch grob unsportlich. Das hat auch nichts damit zu tun. Und ich glaube, wir persönlich sind auch des Öfteren angegriffen worden oder von den Schiedsrichtern benachteiligt worden. Und wir haben uns auch nie so aufgeregt wie der Ewald Lien hier nach dem Spielen. Also, er steht oben und soll sich freuen.